Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Büchervideo für euch und zwar stelle ich euch ein paar Bücher vor, die ich alle an nur einem Tag, beziehungsweise weniger als einem Tag teilweise sogar, durchgelesen habe, weil sie einfach total krasse Page-Turner waren. Also man musste einfach die ganze Zeit weiterlesen und man wollte unbedingt wissen, oh mein Gott, was passiert und wie geht's aus und so weiter und so fort. Ich denke, ihr kennt das alle. Und ja, deshalb habe ich heute mal ein paar Bücher für euch. Die liegen hier neben mir, die ich euch zeigen möchte. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Als erstes zeige ich euch ein Buch, das in diesem Ranking natürlich nicht fehlen darf. Natürlich, klar, weil es einfach Harry Potter ist. Deswegen, ich sage dazu jetzt nicht so besonders viel. Ich denke, alle von euch kennen Harry Potter. Und diejenigen, die Harry Potter nicht kennen, die, da ist irgendwas, also dann geht mal los und lest Harry Potter, weil das muss einfach sein. Ich glaube, ich habe wirklich jedes Buch an einem Tag gelesen oder so, oder vielleicht ein bisschen länger, aber ich bin mir sicher, dass es nicht länger als 24 Stunden waren. Und deshalb, ja, wollte ich es nur mal so ganz schnell erwähnen, dass, ja, ihr Bescheid wisst. Als nächstes habe ich Von wegen Liebe von Cody Kaplinger für euch. Das Buch hat im Moment ja, so ungefähr 350 Seiten, plus minus ein bisschen. Und ich fand es wirklich sehr, sehr toll. Es gibt auch einen Film dazu, der heißt Duff. Also es ist auch ein Jugendbuch. Und es hat eine total tolle Message und ja, mir hat es sehr gut gefallen. In diesem Buch geht es um Bianca und um Wesley und es ist so, sie sind auf der Highschool und wenn es nach den ganzen Leuten auf der Highschool geht, dann gibt es in jedem Freundeskreis eine Duff. Und das ist sozusagen die hässliche Freundin von der schönen Freundin, sodass die schöne Freundin noch schöner aussieht, wegen dem Kontrast. Total gemein, finde ich. Also ich finde es ganz, ganz schrecklich, wenn man so denkt. Bianca bekommt es dann irgendwann mit. Sie ist anscheinend die Duff. Sie bekommt mit, dass sie selber die Duff ist und denkt sich so, okay, nice, super, toll, dankeschön. Ja, und das bekommt sie unter anderem von Wesley mit. Wesley ist so der Star der Highschool. Er ist halt mega heiß. Er spielt, glaube ich, auch Football und so weiter. Also so dieser typische heiße Typ von der Schule. Und der lässt einen blöden Kommentar los und daraufhin kippt sie ihm die Cola ins Gesicht auf einer Party. Dann bahnt sich aber trotzdem was zwischen den beiden an, aber natürlich bleibt es geheim, weil das ja nicht geht. Und dann gibt es aber irgendwann ein bisschen Probleme zu Hause und sie braucht so ein Ventil einfach, um alles rauszulassen. Und da kommt ihr Wesley gerade richtig und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf, weil er ist ja eigentlich der hübsche Star der Schule und sie ist ja nur die Duff. Und ja, am besten ihr lest die Geschichte selber. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, dass es eine tolle, also ein tolles Fazit am Ende hat. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass es so Mädels und auch Jungs im Alter von, keine Ahnung, 13, 14 lesen, weil ich denke, dieses Buch behandelt sehr, sehr viele Probleme, die auch Teenager einfach haben. Ich kenne es ja von mir von früher. Und ja, deshalb kann ich euch das Buch auf jeden Fall total empfehlen. Vor allem, weil es auch total süchtig macht und man das die ganze Zeit lesen will. Das nächste Buch, das ich in nur wenigen Stunden durchgelesen habe, war Trust Again von Mona Kasten. Und das ist eindeutig mein Lieblingsbuch aus der Again-Reihe von Mona. Und ich, oh Gott, ich habe es so geliebt. Ich habe es so, so, so geliebt und verschlungen. Es ist New Adult und es geht um Spencer und um Dawn. Und Spencer ist ein richtig lieber Kerl. Also er ist einer meiner absoluten Favorite Book Boyfriends. und ja, er steht auf Dawn und Dawn will aber keine Beziehung und sie will einfach nichts von Jungs wissen. Aber er lässt nicht locker und er will es trotzdem bei ihr versuchen und ja, er legt sich halt richtig ins Zeug, um Dawn halt zu überzeugen und ich glaube, ich muss es demnächst nochmal lesen. Ich glaube, ich lese es jetzt sogar im Sommer nochmal, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Es hat übrigens ungefähr, ja, 475 Seiten ungefähr, ein bisschen mehr. Und ich wollte einfach die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht, wie es ausgeht und was passiert und wie sich das entwickelt und alles Mögliche und ja. Wenn ihr New Adult mögt, dann schaut auf jeden Fall mal in dieses Buch rein, denn man kann gar nicht damit aufhören, es zu lesen. Dann habe ich noch ein New Adult Buch für euch und zwar Dark Love, Dich darf ich nicht lieben von Estelle Mascam. Bei dem Buch ist es ja echt krass, weil richtig viele Leute sagen, sie finden es richtig gut und richtig viele Leute sagen, dass sie es total kacke finden. Und
Ich gehöre irgendwie zu den Leuten, die es total toll finden. Also ich glaube, es gibt keinen dazwischen, habe ich das Gefühl. Wenn ihr es gelesen habt, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Es ist einfach, wie jetzt im Sommer vor allem, sehr, sehr cool, weil es halt auch im Sommer spielt. Und die Location ist halt auch am Strand, also es ist in Santa Monica und es gibt Beachpartys und sowas. Und deshalb habe ich es, glaube ich, letzten oder vorletzten Sommer, ich habe vorletzten Sommer so krass durchgehauen. An wirklich einem Tag. Ich lag irgendwie draußen im Garten in der Sonne und habe es einfach so schnell gelesen. Es geht um Eden und sie ist 16 und sie soll den Sommer bei ihrem Vater verbringen in Santa Monica. Und dort lernt sie auch ihren neuen Stiefbruder kennen. Also zum ersten Mal lernt sie ihn kennen. Und das ist ein krasser Bad Boy. Er heißt Tyler und er ist unhöflich und so ein richtiger Bad Boy eben. Dann müssen sie im gleichen Haus wohnen und sie finden das eigentlich nicht cool, aber dann plötzlich nähern sie sich etwas an und eigentlich geht es ja so gar nicht, weil sie ja Stiefgeschwister sind und das erschwert das Ganze natürlich nochmal. Und ja, deswegen, und dann kommen noch andere Sachen dazu, die das Ganze dann nochmal erschweren und ja, dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und ich habe es wirklich gefeiert. Also klar, es ist jetzt nicht total tiefgründiges, krasses, aber ich mag es dennoch sehr, sehr gerne, vor allem jetzt im Sommer und ich finde, das ist halt echt so ein perfektes Buch, um sich mittags oder überhaupt am Tag in die Sonne zu legen und zu lesen. Dann habe ich jetzt noch ein New Adult Buch für euch und dann noch ein anderes. Also bleibt dran, wenn ihr noch was anderes hören wollt. Und das ist mein erstes Buch von Colleen Hoover gewesen und zwar Hope Forever. Ich weiß noch, das habe ich irgendwann zu Weihnachten bekommen. Ich glaube, da ist es irgendwie frisch rausgekommen und dann habe ich es in den Weihnachtsferien an einem Tag einfach durchgelesen. Also in wenigen Stunden, weil es einfach so packend war und ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Es geht hier um Sky. Sie ist 17 und normalerweise empfindet sie überhaupt nichts für Jungs. Also sie steht auf Jungs, also sie hat auch manchmal so ihre kleinen Affären mit ihnen, aber keiner kann so diese harte Schicht irgendwie durchbrechen bei ihr. Ja, sie ist ja irgendwie taub bei Gefühlen, wenn es um Jungs geht. Jedoch trifft sie dann natürlich auf jemanden, der das alles auf den Kopf stellt. Das ist Dean Holder. Und ja, wie gesagt, auf den trifft sie und bei denen entwickelt sich was. Und der ist aber anders als alle Jungs, die sie bisher kennengelernt hat. Aber dann kommen Sachen aus der Vergangenheit raus, beziehungsweise ja, die Vergangenheit schlägt zu und alles dreht sich um und alles steht Kopf und ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ich war geschockt teilweise und ich musste einfach die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich es an einem Tag locker durchgelesen. Also wenn nicht sogar echt nur so in 5-6 Stunden oder so. Und ja, wenn ihr das noch nicht kennt und New Adult Stories mögt und auch Stories, die eben so ein bisschen tiefgründiger sind, aber jetzt auch nicht too much, also schon noch für Jugendliche geeignet, dann schaut euch das unbedingt mal an. Und dann zu guter Letzt eine meiner absoluten Lieblingsreihen, von denen ich glaube ich auch bis auf den ersten Teil, glaube ich, alle an einem Tag, glaube ich, durchgelesen habe. Leider habe ich die anderen nur als E-Books, deswegen muss ich euch den letzten Teil als Buch zeigen, weil ich den gekauft habe. Und ja, es geht um Night School von CJ Doherty. Und das Cover sieht jetzt so ein bisschen, ja, also ich war immer so, okay, das sieht irgendwie so ein bisschen nach so einem Hexenbuch aus oder nach so, ja. Also hat mich nie so richtig angesprochen. Aber der Inhalt ist einfach so, so gut. Oh mein Gott, es gibt 5 Teile, soweit ich weiß. Und ich bin so süchtig gewesen nach diesen Büchern. Es geht um Ellie und sie ist ein eher rebellischer Teenager. Sie kommt auf jeden Fall auf ein Internat. Und dann plötzlich passiert ein Mord. Und alle fragen sich so, yo, wer war das? Und was war das? Und wie oder was? Und dann passieren noch ganz mysteriöse Sachen plötzlich und man will natürlich wissen, was das ist, wer das war und wohin das Ganze führt. Natürlich sind dann auch ein paar Jungs am Start, die sich für sie interessieren. Sie interessiert sich dann auch natürlich für Jungs und dann nimmt das Ganze auch in diese Richtung seinen Lauf. Und es ist einfach so, so spannend und ich finde, bis auf vielleicht einen Teil, alle Bände so genial. Also ich bin ein richtiger Fan von der Reihe und ja, es geht auf jeden Fall nicht um irgendwas Übernatürliches, weil ich dachte eben so, okay, das muss doch irgendwas mit Magie oder mit Werwölfen oder sowas sein, keine Ahnung, irgendwas Übernatürliches. Aber war es nicht. Also
Es ist durchgängig in allen Bänden mit normalen Menschen, also keine übernatürlichen Sachen. Was ich auch mal ganz cool fand damals, als ich es gelesen habe, weil zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich fast nur so, ja, eben so Hexenzeugs, Vampirzeug, diese ganzen Sachen halt gelesen. Und dann gab es plötzlich eben diese Mystery-Reihe und die war mit ganz normalen Menschen. Und ich war so, okay, krass, das muss ich mir mal anschauen. Und ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an die Zeit zurück, in der ich die Reihe zum ersten Mal gelesen habe, weil es wirklich toll war. Also schaut euch Night School auf jeden Fall an, wenn ihr auf so Mystery-Bücher steht und Internat-Stories und so weiter, weil es ist echt gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Bücher ihr so an einem oder von mir aus an zwei Tagen oder so durchgelesen habt, die total spannend waren und wo ihr einfach wissen musstet, was passiert. Wenn ihr neu hier seid, abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Büchern und zu Geschichten im Allgemeinen und folgt uns auch auf Instagram. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!